Also irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte sich das Spiel nicht unbedingt so als, naja, als Vorbild nehmen. So, da vorne ist er ja. Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel, wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Jen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein, sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Das wird gründlich schiefgehen. Das wird sowas von schiefgehen, ey. Alter! Lambert, du bist ein Genie. Aber klar. Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Schätze, ja. Ruf die Schlampen. Ach, der Peter von der Tonwahl, ja. Also gut. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Fangen wir an. Warte. Wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Jennifers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Also jetzt seid ihr komplett auf Marsch getreten, oder was? Die Idee gefällt mir auch überhaupt nicht. Na schön. Aber wenn diese Ida nicht mit uns reden will, bist du schuld. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Cat mil blue de Deune, Hokus Pokus, Abracadabra, Asem Platane. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Hexer! Hexer greifen an! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort. Da hatten wir noch mal Schwein. Naja, immerhin liegt nicht seinem eigenen Erbrochenen. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wesemir, etwas rausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung.
Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Omas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Sag mal ganz ehrlich, wie alt ist Wesemir eigentlich? Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Zu Befehl, Ma'am. Meine Fresse. Du weißt nicht, wer in Omas Körper gefangen ist. Wie bist du also auf diese Maße gekommen? Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert. Simulationen durchgerechnet. Du meinst, du hast geraten? Mhm. Tja. Schlagkräftig ist sie, muss man ihr lassen. Gut, dann brauchen wir ein bisschen, weiß ich, kein Problem. Schon alles gehabt. Gehen wir schnell. Stell den Kräuterabsud her. Ja, das sagst du mir ja schön. Und wie mache ich den genau? Absude, ja, da steht's, aber wo ist der Kräuter? Ah, hier, Quest, okay, gut, ein bisschen einfacher, war. Dann alles nur einmal, war. Doof. Naja. Habe ich wieder ein Level abgehabt? Glaub nicht, war. Ah, doch, gar nicht gemerkt. Wieder ein bisschen Power oder mache ich auf die Zeichen, wobei aktive Schilder eigentlich nicht haben, war. Ein bisschen Marionette oder die fallen jetzt zu wenig ein. Art stoßen, das geht noch nicht, aber erst 18 Mal. Alter Schwede, 18 Stück. Dann wäre 16 hier, aber. Na egal, gehen wir mal schnell auf schnell Angriff. Alter, immer so laut! So, Mama, da sind wir zurück. Der arme Oma, ey. Ja, hoffen geht's ihm bald besser. Vermutlich reicht das niemals, mein Hallo. Doppelt so groß wie Oma. Wenn es Ziere wäre, dann vielleicht schon, aber... Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklau-Extrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Es geht los, Leute. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Ich hatte gehofft,
Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. So macht man echt Hexer? Okay. Alter, das tut mir so weh, ey. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen. Schon unterwegs. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein. Die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Ich vertraue Yen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut? Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Yen sieht aber auch ziemlich erschöpft aus. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief: Nicht so, Fußarbeit. Erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Bremst mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Alles klar. Kuala, Kuala, Kanyatan!
Riva! Endir! Geralt, das Phylacterium macht's auf! Kanyata, Paranamede, dies! Avalach? Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut, um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Welches Tor? Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Brevein. Arvein, Sirain. In Skellige, folge ihm in den Nebel. Beeile dich schnell. Ich wollte sie beschützen, aber der Fluch, die wilde Jagd, hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Das wäre doch mal was. Wir werden sie erwarten, mit gezogenen Schwertern. Ja. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl, außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt.
Das wären wir, Leute. Und dann beginnt wohl der zweite Akt des Spiels. Stufe 23. Geil. Bitte Freunde, unterstützt im Kampf gegen die wilde Jagd. Wir gehen aufs Gellige. Oh ja, ich glaube, es werden viele... Alter, Punkte. Jetzt werden viele, viele Folgen kommen, wo wir halt Leute rekrutieren werden, alte Freunde, wobei Triss und Kira müssen auf dem Weg sein. Also die hätten wir schon mal. Aber wer sonst noch? Rittersporn? Ich kann mit dem Schwert umgehen. Vielleicht haben wir sonst noch ein paar Freunde. Moment, dann hätte ich ja wissen, dann nehmen wir uns auch gerne schon mal einen gehört, den kennenzulernen. Schon damals hat er mal auch in der Serie verstanden, sie redet Interesse im älteren Blut und er ist ein Träger in Siri gezeigt. Moment. Ah, ist sowieso das gleiche. Gut, Bart, der Troll, gut, ob der mithelfen will. Das hat eigentlich eher. Genau, das Gellige natürlich, dass die mithelfen. Also spricht Ceres zum Beispiel und ihr Vater und sonst ein paar. Krach zum Beispiel, genau. Gut, dass er Baron helfen will, bezahlt auch ein bisschen. Da müssen wir erstmal finden, was sich nicht passieren wird. Der Mysteriöse Elf. Der ist doch einfach lach, oder? Müsste eigentlich er sein. Verrückte Schießbrüche von Undwig. Oh, den haben wir ganz vergessen. Was? Aber das Angebot des Hexers, ihn nach Arzt Gelge zurückzubringen, schlug er aus. Wir haben gar nicht gequatscht mit dem. Ist auch nicht schlecht. Dijkstra vielleicht, dann können sie auch helfen, war. Und sonst aber echt ein bisschen Mühe. Im hier, dass er uns hilft. Gut, wir müssen schon, es geht um seine Tochter, aber... Alliere Dine. Okay, Leute, es wird spannend, wenn wir das nächste Mal zurückkehren, wir gefightet und zwar richtig übel. Das heißt, wir müssen uns gut vorbereiten. Das heißt, ja, ich... Mäuser, vielleicht hilft er auch noch, war. Das heißt auch, ich gehe vermutlich vorher noch auf Suche nach Ort der Macht, vor allem ins Gellige noch. Da gibt es glaube ich noch zwei, drei, die ich noch finden könnte. Immerhin besser als nichts. Und dann werden wir sicher auch noch das versuchen wegen der Meisterrüstung. Wir sind so vom Level her noch nicht ganz so weit, aber es könnte trotzdem klappen. Und wo ist eigentlich unser bester Freund? Ja, Zoltan wird sicher noch helfen. Taler, gut, wir müssen erstmal finden. Dijkstra eigentlich auch, wa? Triss, wie gesagt, wir müssen auf dem Weg her sein. Und was wir vergessen haben, wollen wir mal ganz kurz. Ja, ja, ist klar, wir haben es geschafft. Jane, du müsstest eigentlich dein altes Auto wieder anhaben, wa? Bin gar nicht drauf eingegangen. So, weg, wa? Ah, da ist sie ja. Nee, sie hat noch das... Coole Magie, sie hat noch ihr alternatives Outfit an, wa? Doch nicht, nee, genau, ist das alte. Waffenbrüder wählen, Alter, bis alles aktualisiert wird. Ja Leute, jetzt wird's richtig episch. Wir sind ja jetzt in Folge 83. Ich glaube trotzdem, bevor es richtig zur Sache geht, das wird wohl, wenn ich es richtig einschätze, frühestens paar 90 werden. Und echt vor alles noch abgrasen, natürlich ein Ziel noch finden, das muss auch noch vorher passieren. Bitte von der Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Jetzt wird's lustig, was steht hier alles bei den Quests? Die Nebelinsel, was? Es geht aufs Gellige, hä? Das ist nicht ganz richtig, aber... Ah, ist einfach total okay, Novigrad. Das Gellige Nilfgaard, unsere Stufe passt, okay. Das greifen wir doch lieber zuerst. Dann machen wir erst Waffenbrüder, dann machen wir erst Waffenbrüder, wa? Dann machen wir die zwei Quests hier noch. Genau, da machen wir nicht. Das machen wir auch nicht, das machen wir eigentlich auch egal. Wir können noch gucken in Hexaufträge und Schatz suchen, aber auch da... Dort darf ich so eigentlich nicht, weil die Schnellreise so alles da sind. Gut. Machen wir auch. Hexaufträge können wir auch noch angucken. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt auf nach Nilfgaard. Oh Mann. Gut, machen wir das direkt zuerst. Geralt, verarscht, wo sind denn Waffen hin? Alter, habe ich gar nicht in den Schreck bekommen. So, wir können sie endlich ausrüsten. Die geile Hose. Oh, die muss ich irgendwann sitzen, ey. Neue Armbrust. Ah, nein, ist die alte. Das ist schon eben jetzt los. Irgendwas beschädigt durch die Sauferei und so. Nö, nee, ist alles klar. Gut, das heißt, wir können die Dinger verkaufen bei einem Händler. Was haben wir noch? War Kräuterabzug und so weiter. Brauchen wir doch eh nicht. Und dann einfach natürlich ein bisschen vorbereiten, was wir alles machen können. Bezüglich natürlich auch Mysterium-Eintrag. Okay, Krabbspinnen. Ganz geil, die wilde Jagd. Ich glaube sowieso nichts Neues am Kopf. Freiterkönig der wilden Jagd. Können wir auch. Das ist ja eben hier. Nicht eben hier, sondern Eredin. Okay, Leute, jetzt wird's richtig geil.
Machen wir uns auf die Suche. Ja, zuerst gehen wir, machen wir Waffenbrüder und danach machen wir die meiste Rüstung. Mal gucken, müssen eigentlich stark genug dafür sein. So, M hier. Ich glaube zwar nicht, dass wir gegen den fighten müssen. Trotzdem mache ich mal auf Nummer sicher. So, danke schön. Es leider nur die Waffen, aber egal, müsste reichen. Also schon ein bisschen seltsam finde ich, dass Triss noch gar nicht hier ist. Ich meine, Jen hat es vorhin erwähnt, wegen roten Haaren und so, plötzlich, nee, ist noch nicht da. Aber gut, denk mal wirklich, dass da Novi gar nicht viel zu tun gibt, außer halt extra. Geram ja auch. Wer fehlt denn sonst noch alles? Sultan? Wir können gespannt sein, Leute, wenn wir alles noch rekrutieren können. So, und jetzt aber schnell reisen. Wir gehen also M hier. Ich bin hier oben, war kann theoretisch das Ganze. Oh ne, geht gar nicht zu Fuß, hä? Da war ja auch schon bei der Höhle. Ich frage mich, ob es hier oben. Da kommt der Ort, okay. Gibt es hier vielleicht auch noch Orte der Macht hier oben? Wäre natürlich geil. Kermoen, wow, ganz weit oben. So. Wie sind wir? Okay, gehen wir direkt hier hin. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Hab irgendwie schon noch geil, oder mein Uma haben wir so früh zu Beginn bereits getroffen. Dachten so, ja, ist irgendein Fluch drauf, okay, gehen wir wieder. Und plötzlich, er ist dieser berühmte Elfenmagier und so, um das sich alles gedreht hat. Und alle Wege führen zueinander. So, M hier, ich bin gespannt, wirst du uns helfen? Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Die wilde Jagd? Bist jetzt komplett bescheuert. Das bezweifle ich. Die wilde Jagd ist nicht mit temerischen Schildträgern oder lyrianischen Bogenschützen zu vergleichen. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Vohis das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Jo, das hat sich ja richtig geil gelohnt, hey. Alter Schwede, was für ein Arsch! Mann, ey! Gut, Freunde, bringt aber nichts. Ja, würde sagen, nächsten Part machen wir hier weiter. Naja, Schnauze. Schnauze, aber gesagt. Nächsten Part geht's hier weiter, geht's nach Skellige, wie es uns die Quest auch ein bisschen vorschreibt, also der Weg. Wir werden dort die drei ansprechen, Moissa, Krach und Ceres. Mal gucken, ob die uns besser helfen werden, aber natürlich schon. Und was wir dann noch machen werden, ist dort nach Orden der Macht suchen. Ich habe schon ein paar Teleportationspunkte gesetzt da, das spielt natürlich Wegreisepunkte, es müsste also klappen. Klar, wieso kann ich eigentlich nicht... Ich verstehe es auch nicht ganz. Wieso kann ich nicht normal von außen rein? Ich muss direkt zur Burg teleportieren. So ein Quatsch, ey. Naja, wenn es so nicht sein muss. Also, Freunde, ab nach Skellige. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Punkt der nächste wäre. Hier oben haben wir schon alle, wa? Wo sind eigentlich Krach und die anderen? Also eigentlich müsste Ceres ja im Schloss sein, wa? Hm.
glaube, hier unten war auch noch irgendwo einer. Okay, gehen wir ganz kurz hier hin. Oh, ne, das schon wieder. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, so weit waren wir schon mal. Ich bin schade, dass man es nicht überspringen kann, aber egal. Leute, im nächsten Part geht es wie gesagt weiter und werden wir uns noch ein bisschen aufmotzen, das natürlich auch noch, aber es geht vor allem darum, dass wir noch Orte Macht suchen und die Waffenbrüder in Skellig aufsuchen werden. Das wird sich noch ganz schön heikel, cool werden, wie auch immer. Ein paar Dinge verkaufen, war. Egal, wie es dann weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, das Wild Hunt, das ist jetzt ein richtig Wild Huntig, sprich, nicht mehr wir sind die Gejagten, sondern die wilde Jagd wird gejagt. Was? In einem Satz dreimal Jagd? Das ist irgendwie auch doof. Bis dahin, tschüss!